Plötzlich wachst du auf aus deinem Frieden, der jenseits der Welt ist, hinein in einen Körper mit der Idee, eine Person zu sein. Und sagst du noch, ich bin so und so alt, ja, ja, schau, heute bin ich wieder aufgewacht, ich bin schon wieder der hier. Und der ganze Zauber beginnt von vorne. Schon hast du dich verzaubert und glaubst absolut, dass du der bist. Der mit dem Namen, mit dem Geburtsdatum, mit der Vergangenheit und der möglichen Zukunft. Mit den Gefühlen, Ängsten, Hoffnungen, was auch immer. Und dann tust du wirklich so, als wärst du ein Mensch. Vergisst völlig den Frieden, aus dem du so spontan aufgewacht bist, hinein in den Körper. Doch ist da wirklich einer aufgewacht? Das ist eine sehr komplizierte Frage. Ist beim Aufwachen einer aufgewacht? Und noch schöner ist es dann, wenn du so in der Diskrepanz bist zu dem, was ist und so noch Wünsche hast, dass es anders sein sollte. Erstmal im Gefängnis so, kleiner Wicht, der gegen das Große mit dem Universum fließen muss oder sich dagegen sträuben könnte. Dumm gelaufen oder was? Und aber zum Glück schläfst du wieder ein. Völlig weg. In diesem Frieden jenseits der Welt. Bring! Wieder aufgewacht. Ja, Halleluja, Halleluja. Herzlich willkommen. Shalom, bom, bom.